Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners und heute zum dritten Mal Wolfburn. Dieses Mal Morven. Morven ist ein Berg dort in dieses County in Schottland. Also das ist jetzt hier diese County Caithness. Auch da wiederum keine Ahnung, ob ich das halbwegs richtig ausgesprochen habe. Und der nächste Ort ist dann Thurso, und das steht auch auf diese Flaschen denn da. Also Wolfburn, der nördlichste Distillerie, eine der jüngsten Distillerien dort auch in Schottland. Der produziert jetzt hier tatsächlich oder distilliert seit 2013, und seit 2016 gibt es da Produkte, und wir haben jetzt schon 2018. Und das ist der dritte tatsächlich jetzt hier Standard. Produkt, der in diesem Portfolio bleiben wird. Northland, Aurora und Morven. 44 Euro ungefähr kostet der online, und der ist 46%, wie alles, was wir hier kriegen von Wolfborn in der Standard. Und der hat eine 10 ppm lightly peated, also leicht getorften Moment. Keine Ahnung. Das Wichtigste ist, dass der Torf, der damals benutzt wurde, um der ursprünglichen Distillerie, 1821 bis 1860, hat damals William, auch dann Smith, seine Distillerie gehabt. Wurde die Potstills damals wurden befeuert mit Torf, die von diesem Berg Morven kamen. Deshalb auch diese Verbindung denn dazu. Der Geheimnis von Wolfborn ist, dass sie natürlich erstklassige Getreide benutzen. Die haben eine lange Fermentierung von 72 Stunden, 75 Stunden, wenn ich mein eigenes Schiff lesen kann. Die haben eine 4-stündige Destillierungsprozess. Die haben ganz tolle Fässer, die wir benutzen hier. Und hier haben wir tatsächlich auch Bourbonfässern, 200 Liter Bourbonfässern, die benutzt werden dafür. Es sind Single Malt, also 100% Gerste. Und die haben ihre Dungage. Lagerhäuser, also 3 Stück im Gesamt, das ist so ein Ton-Lehmboden, und dann gibt es ein paar Reihen oder Racks davon, und dann werden einfach die Fässer dort gelagert, meistens 3, 4 bis zu 5 Jahren, und dann kommen die da rein, und diese getorfte Whisky wird leicht auch angeräuchert, dieses gemälzte Gerste mit 10 ppm. So, lass uns sehen, was meine Nase so sagt. Jo, leicht. Ich habe wesentlich Schlimmeres gehabt, aber es ist wie ein Lafroig, der verdünnt wurde. Ja? Also es gibt verschiedene Torfarten. Kilhoman ist anders, aus Lagavulin ist anders, aus den Artbeck. Und das ist was, das ist ein bisschen Lafroig-Moment. Eine schmutzige Mischung von einem Lagerfeuer und eine gute Zigarre. Jo. Aber ganz leicht, ja. Also nicht unbedingt ein kalter Rauch, aber ein Rauch, den man da einfach mal auf dem Torf so bekommt. So, ja, wer mich kennt, wo er Whisky Jason kennt, weiß, dass ich kein Freund von Rauch bin. Ich trinke es, wenn es sein muss, aber ich wollte alle drei jetzt hier verkosten vom Wolfburn. Also der Konzept von dieser Distillerie finde ich ganz toll. Und wenn alles richtig, richtig hinhaut, werde ich Shane Fraser auch dann zum Sommer, am Herbst 2018, tatsächlich als Gast bei meinem Sonntagabend-Livestream sein. Yay! Und darüber freue ich mich auch, dass ich das einfach mal so hier erleben kann. Northland war der erste am Standardabfüllung, dann kam dann Aurora, und jetzt haben die dritte und angeblich letzte Standardabfüllung, der Morven. Und wir haben ein paar Single Cask Abfüllungen oder limitierte Abfüllungen. Das war Nummer 128, Nummer 7270, und auch, was ich bisher kaum in oder gar nicht wahrgenommen habe, war der Kühler 1, 2 und 3. Ob sie hier gelandet sind in Deutschland, weiß ich nicht. Ich weiß nur, ein paar Leute haben sich online beschwert, weil in Japan, es gab einige Einzelfassabfüllungen hier vom Wolfburn. Und da haben sich beschwert, bla 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 bla, alles Quatsch, sage ich. Also Alba Import, also Vibrant Stills, tun ihr Bestes, hier nach Deutschland die besten Sachen rüberzubringen. Und ganz ehrlich, ich glaube, nirgendwo auf der Welt ist mehr Wolfborn verkauft worden als in Deutschland.
Also von daher kann man sich nicht immer mit ein paar oder zwei oder drei Einzelabfüllungen in Japan, wo ein paar reiche Leute sich da was gegönnt haben, vergleichen, sondern es geht darum, dass wir tatsächlich hier Flaschen bekommen für 40 Euro. Das hier allerdings kostet 44 Euro, um das einfach mal wirklich zu gönnen und sich zu, einfach das zu genießen. So, ich gehe einfach mal rein, ich probiere mal. Also, schauen wir mal. Wenn dieser Rauch nicht wäre, und das ist echt ziemlich minimal, würde er mir am besten schmecken. Wow, also süß ist er. Also richtig fruchtig süß, also bis hin zu Ananas. Ich würde sagen Pineapple. Also ein bisschen Ananas, ein bisschen getrocknete Mango habe ich auch da drin. Ist der gut. Leider ist ein bisschen Rauch, was alles begleitet, aber der stört nicht. Das gleiche habe ich auch bei Northland gesagt, denn die benutzen da ihre Ex-Eile Fässern, Lafroy, glaube ich, Quarter Casks. Und ein bisschen Rauch ist da. Meine Freunde, die wirklich Rauchbomben mögen, werden das gar nicht wahrnehmen. Also die 10 ppm, aber es ist für mich deutlich wahrzunehmen. Aber der Grundsubstanz davon ist wirklich gut. Also da frage ich mich, und da war ich ein bisschen enttäuscht, persönlich von der Aurora, warum der nicht hier ganz so mithalten kann. Ich hole noch ein neues Glas. Denn was ich tue jetzt hier, ist, ich vergleiche. Wo habe ich hier meine Aurora? Hier haben wir das. Denn der Grundsubstanz, immer 46%, immer non-chilled filtered, also keine kalte Kältefiltrierung, kein Farbstoff hinzugefügt. Hier haben wir 20% Sherry-Fässern, 80% Bourbon-Fässern. Also ein bisschen in der Nase kriege ich diese Sherry. Hier habe ich einfach ein bisschen Vanille mit ein bisschen Rauch oben drauf. Ich schmecke. Ja, ein bisschen Cremigkeit, aber irgendwas fehlt mir da. Und jetzt gehe ich auch am Ende, gerade eben am Ende. Das ganze Ding in meinem Kopf ist da zu jung. Und nun gehe ich zu dem Morven. Richtig nett. Und dann kommt ein bisschen Rauch am Ende, gerade wenn ich das wieder hier nasal wieder bekomme. Aber vergiss, was ich gesagt habe mit dem Rauch. Der ist eindeutig, von der Qualität ist der besser. Keine Ahnung, was die hier mit Aurora gemacht haben. Jungs, der könnte besser. Auch der Northland hat mir besser geschmeckt. Und der hat einen Hauch vom Rauch. Der Morven hat mir besser geschmeckt. Hat 10 ppm. Und der Aurora ohne hat das nicht. Und es hat nicht damit zu tun, denn die beiden haben negative Minuspunkte bekommen, weil dieser Rauch dabei ist. Und der Aurora hätte ein. Ich sag mal, Jungs, also ich werde den Shane Fraser mal vielleicht mal fragen, warum 20% Sherry-Fässern, warum nicht 40% Sherry-Fässern? Was sind das für Sherry-Fässern? Wie oft wurden die schon benutzt? Denn diesen Moment kriege ich hier gar nicht. Also, schade, schade, schade. Aber wir sind bei Morven. Ich will nicht mehr über den Aurora hier schimpfen oder ein bisschen mich klagen. Also, was ich nicht kann, ist den Morven immer wieder neu riechen. Das ist einfach ein bisschen dieses Rauchmoment, aber das, was ich im Mund habe. Also, ich mache ein Experiment. Drei Tropfen. So. Meistens kommt Rauch mehr dabei mit Wasser heraus. Ich würde nicht ehrlich sagen, dass da mehr ist. Ich habe einen Hauch mehr Vanille. Ein bisschen Malz dazu. Und ich kriege meine getrocknete Mango. Interessant. Mhm.
Wow. Es ist ein guter Whisky. Also, finde ich. Gefällt mir. Trotz Rauch. So. Was sagen wir jetzt hier? Wir sagen 2 minus. Jo. Für den Morven. Jo, das ist eine faire. Nicht minus, minus, einfach mal ein 2 minus. Also eine gute Sache. Preis-Leistung 44 Euro finde ich auch absolut okay. Da würde ich auch dann dahin gehen zu einem 3 plus für Preis-Leistung. Leider no age statement. Ich weiß, aber auf die ganze Welt kommt nicht gut an. 4 Jahre alte Whisky oder 4,5 Jahre alte Whisky. Sieht nicht gut aus. Aber ich habe neulich auch von Box, von der Quercus Nummer 2, Quercus Alba gemacht, und die haben auch ein Durchschnittsalter von 4,1 oder 5,1, Entschuldigung. Schreibt man auch nicht drauf. Also 5 Jahre ist da kein Verkaufsargument. Und da haben wir auch unser Problem hier bei Wolfburn auch. Für mich ist die Frage, was passiert in 10 Jahren? Werden sich tatsächlich einen 10-Jährigen rausbringen, einen 12-Jährigen? Wird es irgendwann einen 20-Jährigen geben und so weiter? Bestimmt halten sie ein paar Einzelfässer zurück. Denn damit kann man gutes Geld auch damit verdienen. Die Frage ist auch natürlich auch, was haben sie da für ein Angel Share? Ist es 2%, 3%, 4%, 5%? Also auf 10 Jahren 5%, naja, ist die Hälfte schon weg. Auf 20 Jahren ist da kaum was noch da. Da ist schon einfach mal die Frage, was man denn da wirklich will und was man macht. So, also ich muss ganz ehrlich sagen, denn Northland, sehr gut. Hat mir eigentlich am besten geschmeckt. Danach kommt jetzt hier unsere Morven, knapp gefolgt davon. Und ganz abgeschlagen muss ich einfach leider sagen, ist der Aurora. Vielleicht hängt es mit Erwartungen zusammen oder hängt es einfach mit dem Geschmack zusammen. Da hätte ich ein bisschen mehr von euch erwartet. So, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Nun, meine Frage des Tages ist, an die Frage habe ich noch nie gestellt, welche leicht getorfte Whisky gefällt euch am besten? Ich definiere leicht getorfte Whisky mit weniger als 20 ppm. Niemand darf schreiben Lagavulin, Artbeck 10, Laphroaig, auch dann kein Octomore. Von mir aus kannst du die Classic Lärich vom Bruichladdich Dorf schreiben, aber welche leicht getorfte Whisky ist euer Lieblingswhisky? Ich habe keine Ahnung. Ich würde einfach sagen, der Classic Lärich. Der Classic Lärich von Bruichladdich. Das konnte ich aus meinem Lieblings-leicht getorfte Whisky bisher nennen. Sonst musste ich vielleicht sogar auch schon sagen, Northland. Das war echt nett. Also, ich gönne mir hier noch ein Schlückchen davon. Wow, ich habe keine Gläser mehr drin. Und ich sage einfach, oh, da kommt mein Billigglas hier wieder raus. Nochmal, warum ich das so gerne habe. Ja, auch in der Nase. Wow. Also, vielleicht doch Morven zuerst. Das ist wirklich auch die gute Frage. Also was mich abhält, das hier auf Platz einzunehmen, ist tatsächlich diese Torfigkeit. Ja, also ich muss meine, also von Grundsubstanz Morven zuerst, Northland und danach Aurora, was ich nie vermutet hätte. Okay, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Ich habe schon meine Frage gestellt, welche leicht getorfte Whisky gefällt euch am besten? Am besten mein Northland hier vom Wolfborn ist echt richtig gut. Der Morven ist ein Tick besser. Wer hätte das gedacht? Okay, liken, abonnieren, immer wieder andere Leute davon erzählen und auch dann auf meine Sample-Liste schauen. Vielleicht findet ihr was Interessantes. Tschüss, bis morgen. Bye bye.